4 weeks out. Genau noch 4 Wochen bis zum ersten Wettkampf. Also noch 28 Tage. Und heute ist Refeed Tag Nummer 3. Okay, krass. 105,9. So low war ich noch nie. Nach 2 Refeed Tagen. Was geht ab? Refeed Tag Nummer 3. Wichtiger Punkt. Beim Wiegen Routine. Jeden Tag, gleiche Uhrzeit, gleichen Umstände. Auf dem Klo war ich schon. Nichts getrunken noch. Nüchtern komplett. So, jetzt gibt's mal einen Formcheck hier mit der Cam. Also ich bin gerade echt ein bisschen baff. 105,9. Einige fragen immer, hey, wie kannst du das mit der Haut ziehen? Seid mal fett gewesen, nehmt ab. Habt nicht so ein tolles Bindegewebe, dann geht das. Jetzt geht's zum Formcheck. Frau hält die Kamera und dann gibt's die Makros für den Tag vom Coach. Und die Mahlzeiten zeige ich dir natürlich. Aber davor, ich mache nämlich heute wieder Cardio. Sonntag, lange Cardio-Session. Nüchtern steht auf dem Plan, weil wir dann mehr Fett verbrennen. Nein! Nüchtern, das Cardio verbrennt nicht mehr Fett. Merken, warum mache ich es? Weil es für mich einfach besser ein Tagesplan passt und ich gerne ja, ein bisschen Magen habe, wenn ich Cardio mache. Macros stehen fest, 300 Eiweiß, 600 Carbs, 65 bis 70 Gramm Fett. Yes! So, Sachen gepackt. Pre-Workout! Endgegner, he's waiting for me. 35 Minuten. Stufe 5. Egal ob Diät. Festhalten ist Cheating. Aber schön ist was anderes. Tipp, YouTube-Videos schauen. Ich schaue nur YouTube-Videos, da vergeht die Zeit einfach schneller. Jetzt erstmal fett cheaten. Eskalation. Einen fetten Signature Burger oder einen Tasty Bacon. Oh, Big Tasty Bacon, oh, den gibt's nach der Offseason mal wieder. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. 2 große Kaffee schwarz ohne alles, das war's. So, Makros stehen fest. Heute gibt es 300 Gramm Eiweiß, 600 Gramm Carbs und 65 bis 70 Gramm Fette. Es ist jetzt 10 Uhr und jetzt gibt es erstmal 200 Gramm Ananas. Reis, wieder mein Milchreis ohne Milch. Und was ich richtig ein richtig cooles Tool habe, ist Reiskocher für die Mikrowelle. Ab in die Mikrowelle für 20 Minuten und ready. Der normale Reiskocher hat mir nicht so getaugt. Das ist wirklich easy zu machen. Für jeden, der es auch haben will, haben möchte, verlinke ich in der Videobeschreibung. Dann gibt es die erste Mahlzeit. Ich freue mich. So, wie gesagt, einfach die gewünschte Menge Reis rein. 2- bis 3-fache Menge Wasser. Den Deckel drauf. Und jetzt dann in die Mikrowelle. Und dann ist der Reis ein paar Minuten ready. Während der Reis kocht. Gibt es erstmal die erste Mahlzeit. Die Ananas zu dem Kaffee von eben. Fürs Starbucks Feeling natürlich 2 Scoops. Chunky Flavor. Ja. Salted Caramel. Kann ich wirklich nur empfehlen im Kaffee. Kaffee und Ananas auch übrigens top für die Verdauung, weil heute gibt es jede Menge zum Essen und da muss die Verdauung laufen. So, vor der ersten Mahlzeit 3 Kurkumor und das ist die erste Mahlzeit. 200 Gramm Basmati Reis, einfach mit 75 Gramm Total Protein Schokokaramell verrührt. Richtig, richtig geil. Geht super schnell. Wie gesagt, einfach nur Basmati Reis kochen oder auch in anderen Reis, wie du möchtest. Mir schmeckt Basmati am besten. Dazu 75 Gramm Total Protein untergerührt, ein bisschen Wasser, salzen, fertig, ready.
Es steht die nächste Mahlzeit an, Mahlzeit Nummer 3. Es gibt wieder Reis. 200 Gramm Trockengewicht, immer Trockengewicht, ganz, ganz wichtig. Dann seid ihr auch konstant. Dann gibt es 200 Gramm Hähnchenbrust, 500 Gramm Mischgemüse und ein bisschen Lackketchup drüber. Mein Hähnchen brate ich mir hier mit diesem geilen Grill. Das geht echt super. Fleisch brutzelt, Reis ist auch gleich fertig. Gemüse verwende ich heute mal. Das italienische von Rewe, finde ich richtig geil. Sind 500 Gramm. Genau, Fleisch ist gleich fertig, leuchtet schon rot. Kann man das sehen? Und dann ist es fertig, gleich zwei Portionen für heute und für morgen. Das interessiert dich bestimmt. Machen wir das Ding mal auf. Lecker! Und Reis ist auch fertig. So, dritte Mahlzeit des Tages ist auch ready. Sieht so aus. Erstmal 3 Kurkuma für die optimale Verdauung. Dann 200 Gramm Reis. Trockengewicht. 200 Gramm Hähnchenbrust, genau. Und 500 Gramm Gemüse. Und darüber nochmal eine Portion Light Ketchup. Knapp 80 Gramm. Und das lasse ich mir schmecken. So, die letzte Mahlzeit des Tages steht an. Es gibt 100 Gramm Haferflocken, aufgekocht in der Mikrowelle. Dann 100 Gramm Himbeeren dazu. Das kühlt das Ganze schön ab. Dazu darüber 500 Gramm Magerquark mit Chunky Flavor Fudge Brownie. Es gibt eine richtig, richtig geile Konsistenz. Eine Kombination aus heiß und kalt. Und das bereite ich mir jetzt zu. Ich zeige dir gleich, wie es geht. Einfach 100 Gramm Haferflocken habe ich schon hier. Dazu die vierfache Menge Wasser. Und dann geht es für 5 Minuten in die Mikrowelle. Die Haferflocken sind jetzt fertig aufgetaut. Fertig aufgekocht. So heißt es. So sieht das Ganze jetzt aus. Eine richtig geile Konsistenz schon mal. Darüber gibt es jetzt die 100 Gramm Himbeeren. Genau erwischt. Perfekt! So sieht das Ganze jetzt aus. Schön vermischt. Jetzt kommt der Quark drüber und Chunky Flavor. Übrigens perfekt gelungen. Es ist erst ein guter Quark, wenn er in einem Stück rausflutscht. Ohne Cheaten mit Loch unten reinmachen oder ähnlichem. Ja, das Ergebnis könnte optisch etwas schöner sein, aber ich kann dir sagen, das schmeckt einfach Hammer. Probier es mal aus. Schreib es mir in die Kommentare, wenn du es probiert hast. Ich freue mich auf den Feedback. Ansonsten war das mein Full Day of Eating Refeed. Die genauen Makros blende ich dir noch ein, die ich heute hatte. Grob waren es ja 300 Gramm Eiweiß, 600 Gramm Carbs und 70 Gramm Fett. Aber das wird nochmal genau ausgerechnet und dann blende ich es dir hier ein. Ansonsten hoffe ich, hat dir mein Full Day of Refeed gefallen. Schreib es mir mal in die Kommentare, ob dir solche weiteren Full Day of Eatings gefallen, ob du mehrere sehen willst. In der Ernährung ändert sich ja jetzt noch einiges und dann geht es natürlich dann in die Offseason. Ansonsten freue ich mich immer über Anregung, Kritik, Inspiration. Hau es mir einfach in die Kommentare, auch bei Fragen zum Video. Und dann werde ich die natürlich beantworten, darauf eingehen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal und mach die Glocke an, damit du keine neuen Videos verpasst. Und natürlich, wir jede Menge Leute erreichen mit meiner Community, mit unserer Community. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken und dann geht's ab ins Bett. Und morgen bin ich schon auf die Form wirklich gespannt, wie es aussieht. Und danach stehen wieder 4 Low-Tage an. Wie gesagt, 4 Weeks out, jetzt geht's ans Eingemachte. Vollgas pushen.